habe. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und am Start seid. Ja, das ist jetzt der kleine Vlog, sag ich mal so, das kleine Video vom Trip. Ich bin jetzt hier gerade in Göttingen, fahre hier an Göttingen vorbei. Ja, ich erzähle euch mal ein bisschen. Ich bin heute Morgen um 5 vor 5 aufgestanden, habe dann mein Auto gepackt, habe gefrühstückt und bin dann so weit losgefahren. Startzeitpunkt war 6.30 Uhr. Jetzt haben wir 9 Uhr, also ich bin jetzt gute 2,5 Stunden unterwegs, bin in der Zeit 200 Kilometer gefahren. Am Anfang habe ich mir ein bisschen überlegt, mache ich Tempomat 180, 160 um den Dreh, mache ich mal an und dann irgendwie ganz entspannt losfahren. Da die Autobahn so krass leer ist und nichts los ist und ich deutlich vor meiner geplanten Zeit ankommen würde, habe ich mir gedacht, ich fahre ein bisschen entspannter. Hier ist sowieso super 420 und da macht es gar nicht so viel Sinn, so viel zu drücken. Ich fahre die A7 komplett runter von Hamburg und weiß nicht, da ist immer mal wieder so 3, 7, 12 Kilometer mal unbegrenzt, immer zwischendurch. Sonst ist relativ 420, 130 mit zeitlicher Begrenzung und sowas. Also wirklich schnell fahren, viel schnell fahren ist ja nicht drin. Demzufolge sieht mein Verbrauch auch gut aus. Ja, was kann ich euch erzählen? Ich habe noch mehr als einen halben Tank, aber der halbe Tank ist bald geknackt. Ich habe eine Restreichweite von 380 Kilometern, bin 300 gefahren. Einmal dazu, nebenbei checke ich hier wieder meine Daten. Das ist jetzt alles spiegelverkehrt für euch. Jetzt höre ich einfach mal, wie die Daten aussehen. Aktuell fahre ich einen Berg runter und brauche 13 PS. Verbrauchsmäßig kann ich euch ganz genau sagen, wie viel ich schon verbraucht habe. Und zwar 26,7 Liter habe ich jetzt verfahren auf 290 Kilometer. Und das ist ein Schnitt von 9,2 Litern auf 100. Das sind 2,5 Stunden. Habe auch einmal durchgeladen, weil ich Bock drauf hatte. Weiter. Ich bin ziemlich gespannt und freue mich auf den Trip. Wird wahrscheinlich laut Navi bin ich so um 12 Uhr, 12.20 Uhr bin ich dann in Nördlingen bei meinem Hotel angekommen. Ich hoffe, dass ich früh genug den Check-in kriege. Offiziell geht es irgendwie erst ab 14 Uhr los, aber ich hoffe, dass ich da irgendwie schon vorher in mein Zimmer kann, dass ich da schon mal ein paar Sachen ablagern kann. Weil ich hätte gar nicht gedacht, mein Auto ist ziemlich voll. Also hätte ich da jetzt wirklich die Tour gemacht mit BlaBlaCar. Ich hätte nichts mitnehmen können an weiteren Gepäck. Ich habe da meinen Rucksack mit Laptop dabei. Oh krass, ist hier Nebel. Seht ihr gleich hier, müssen wir im Fenster schauen. Ich habe meinen Rucksack dabei, dann meine Kamerasachen, dann habe ich noch eine zweite Kamera, also die Kamera von meinem Bruder habe ich mit dabei. Zwei Stative und alles mögliche, kleinen Koffer. Ich muss wirklich sagen, so das Auto ist voll. Jedenfalls von den Sitzplätzen nicht, aber der Kofferraum ist soweit ausgefüllt. Ja, ansonsten bin ich gespannt aufs Hotel. Ich freue mich. Ich hoffe, das wird ganz gut sein. Ich habe es gebucht mit inklusive Frühstück. Auch ganz geil. Dafür finde ich den Preis auch echt in Ordnung. Ich zahle für das Hotel 125 Euro für zwei Nächte und Frühstück. Habe aber ein Doppelbett. Ich hatte keinen Bock auf ein Einzelbett. So ein kleines Einzelbett ist meistens so eine Pritsche. Zahle ich dir lieber irgendwie 10 Euro mehr und habe dann ein bisschen größeres Bett. Leider wollte ich mein Auto gestern noch waschen. Das hat nicht geklappt, weil die Waschanlage ausgefallen ist. Deswegen ist mein Auto schmutzig, aber ich denke so nach dem ganzen Salz hier, was auch auf der Autobahn gestreut ist, mein Auspuff ist schneeweiß, nicht wegen des Schnees, sondern wegen des Salzes, was da dran ist. Sieht auf jeden Fall lustig aus, als ich eben kurz angehalten habe. Habe ich das gesehen, war auf jeden Fall echt super lustig. Sehe ich gerade, 25 Kilometer sind es nach Kassel jetzt. Ja, sonst gibt es nicht viel zu berichten, hier ist jetzt Nebel, sonst war wunderschön heute Morgen. Blauer Himmel, Sonnenaufgang, war super cool, hat echt Spaß gemacht. Und jetzt kommt es. Süden von Hamburg, im Ausland, ist jetzt Nebel. Ja. Ich melde mich später wieder, wenn ich irgendwo mal Rast mache oder was futter oder irgendwie angekommen bin. Und ja, das war's soweit von mir. Also haut rein, Jungs. Ciao. Hey Leute, das ist meine Sache, die ich euch ansprechen will. Ich weiß nicht, was los ist. Ich bin ja schon ein paar Mal mehr verreist, aber das, was ich hier eben gesehen habe, das sprengt irgendwie den Rahmen, den ich so bisher kannte. Ich war eben am Rasthof, irgendwie Hasselhoff oder irgendwie sowas, hasse sonst was, hab da angehalten, wollte mir ein bisschen die Beine vertreten, meinen Salat, den ich mir gemacht habe, futtern.
Weil Wetter war ganz nice und alles. Ich bin ausgestiegen und der ganze Rasthof stank übertrieben krass nach, sag ich mal wirklich so, also nach Urin. Das ist ein schöner Ammoniak-Duft hoch 20. Hab das aber irgendwie sofort gar nicht gemerkt, bin erstmal ausgestiegen. Bin ein bisschen rumgelaufen auf dem Rasthof, da, auf dem ersten, und da war wirklich alles, alles roch da. Also ich bin, keine Ahnung, 15 Meter auf und ab gegangen und alles war wirklich voll am Stinken. Da habe ich mir gedacht, wirklich so, nee, das ist hier irgendwie kein Ort, an dem ich jetzt anhalten will und essen will, und zisch deswegen wieder ab. Und dann bin ich ins Auto wieder eingestiegen und dann hatte ich den Geruch auch in meinem Auto drin. Ich vermute mal, dass irgendwie meine Schuhe nicht ganz koscher waren, wie man das mal so nennt. Bin dann irgendwie ausgezogen, umgedreht und bin dann halt so weitergefahren zum nächsten Rasthof, um dann meine Schuhe mal ein bisschen abzutreten. Und der, beziehungsweise nächste Parkbucht. Und ich meine, ich kenne ja Parkbuchten, die mal irgendwie so eine Toilette haben oder keine Toilette haben, dass man irgendwie mal Richtung Zaun geht und mal ein bisschen da ein bisschen die Action verrichtet. Aber der zweite Hof, auf dem ich jetzt war, der war wirklich vollkommen zu. Also da waren irgendwie alle 3 Meter war ein Haufen da, und das nicht irgendwie am Ende, sondern da war der Tisch, wo man isst, und einen Meter daneben haben die Leute da hingemacht. Ich check nicht, was los ist, und das war wirklich nicht einer oder irgendwie ein Hund oder so, das war wirklich überall Papiertücher. Aber ist das schon so extrem geworden, dass man eigentlich auf den Bordstein kackt, wo man aussteigt? Also das finde ich schon echt, ist eine ziemlich harte Nummer, hätte ich mir nicht gedacht, dass mal so weit kommt. Ist der nächste Rasthof mit Burger King und Aral, ich denke, schenke ich mir auch. Echt heftig, also habe ich gar keinen Bock, gerade auf den nächsten anzuhalten. Gute Neuigkeiten sind aber, dass meine Schuhe, die anscheinend ein sauberes, unbeflecktes Stück Rasen gefunden habe, in dem ich meine Schuhe abtreten konnte. Der Muffgeruch ist jetzt auch hier wieder aus meinem Auto raus. Im Großenmoor bin ich jetzt hier gerade Rasthof vorbeigefahren. Also irgendwie in dem Bereich hier meidet am besten die Rastplätze. Echt heftig. Und das war's soweit von meiner Seite. Ich gebe wieder Updates und was Neues gibt. War eigentlich kein geplantes Update, aber irgendwie doch mal erwähnenswert. Haut rein! So, ich habe jetzt einen Rastplatz gefunden, der ein bisschen sauberer ist. Man sieht auch hier, ich bin ganz allein unterwegs. Das Wetter ist echt cool, stehe in der Sonne. Ich habe auch gerade eben so, wie ich jetzt bin, hier meinen Salat gegessen. Hier draußen in der Sonne ist eigentlich recht warm, obwohl es eigentlich minus 4 Grad ist. Und ich wollte euch ja noch eine Sache erzählen zu meinem Auspuff, der voll zugesalzen ist. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Eigentlich war es ja schon klar, ich habe es geahnt, aber jetzt habe ich den hundertprozentigen Beweis dazu. Mein salziger Auspuff hier hinten, wie man sieht, ist nur das eine Rohr völlig versalzen und das andere gar nicht wirklich. Und ich habe ja mir mal eine Lösung gebastelt. Und zwar habe ich den Schlauch, der bei der Klappe ist, bei dem 330i, habe ich da was in den Schlauch reingestopft und den Schlauch wieder draufgesteckt, in der Hoffnung, dass die Klappe so außer Funktion ist. Und anscheinend hat das nicht ganz funktioniert, weil wenn es so gewesen wäre, wären beide Endrohre heiß. Und ich würde mal ganz stark vermuten, dass beide Endrohre auch so weiß sind. Und ich habe immer gemerkt, dass mein Wagen ein bisschen leiser geworden ist. Fand ich eigentlich ganz gut gerade, als die ganze Action hier in Hamburg war. Vermisst habe ich schon irgendwie, dass da ein bisschen Sound fehlt. Deswegen habe ich mir gedacht und habe ich gerade eben den Schlauch jetzt abgezogen und da wieder das reingesteckt. Und jetzt fahre ich die Tour mal weiter. Es geht weiter also durch die salzige Autobahn und dann bin ich nachher gespannt, wie der Auspuff aussieht. Ich vermute mal ziemlich stark, dass dann beide Endrohre so aussehen. Ich weiß gar nicht, ob er mich eben scharf gestellt hat oder nicht. Ich filme gerade mit dem iPhone. Ja, aber egal. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Es ist gar nicht mehr so weit. Irgendwie 2 Drittel sind schon geschafft. 1 Drittel ist noch über. Das war's heute von meiner Seite. Ich hatte dich auf dem Laufenden. Salat war lecker und ich baue mich wieder auf den Weg. Bis dann. Tschüssi. Und sauber. The disciples are now well aware of the fact that my kung fu is unbeatable. Oh, jetzt auf dem Weg nach Aalen zum Treffen. Bye.
ich fahre, ich guck in den rechten Spiegel, da hängt da unten, ich so, hey, was mach ich? Er gehört nicht dazu. Ja, das damals ich bin mit dem Scheiß, Alter. Alter, mit dem Lied kriegst du hier Komplexe. Hier, yeah, BMW Gang. Schaut, er hier, ne?